auf der X-Achse. Der wird nachher, die Einstellung werden für unseren Mittelwert μ. Und weil ich den sicher irgendwo wieder brauche, definieren wir gleich wieder diesen X-Wert heraus, als μ ist gleich. Dann kann ich wieder darauf zugreifen, oder m ist gleich. Das gefällt mir so, wenn ich μ hinschreiben darf. Was tut der jetzt, wenn ich um, also ich vermeide immer Umlaute? Ja. Weil wenn das jetzt ja auch noch macht, wo es kein Ö gibt. Ach so, ja, dann. Mit Alt-M in dem Fall. Sonst halt mit Alt-M kriege ich den wirklich griechischen Darsteller. Ich schreibe jetzt einfach Mühe, ich weiß, was so taugt. Gut, dann kann ich auf das zugreifen, auf das 12, und das ist wirklich dann immer abhängig von dem. Dann brauche ich Sigma. Jetzt diese Konstruktion, wo ich Sigma einstellen kann, das habe ich, und zeige ich da nochmal kurz. Das anschaut, ein Stückerl weiter herunter gemacht, man könnte das auch oben machen, ich habe das da über so einen Punkt dann auch generiert, dass ich das nach oben schieben kann, okay, und das sind im Endeffekt Pfeile, also irgendwas mit Vektoren, und da lässt sich der Punkt jetzt einstellen. Wichtig ist aber, das muss natürlich immer abhängig sein davon, wo das der Mittelwert ist, das muss ich ja mitverschieben, deswegen geometrische, ganz einfache geometrische Konstruktion. Eine normale Gerade drauf und auf dieser normalen Gerade habe ich einen Ausgangspunkt, wo ich dann μ plus und minus auftragen möchte. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, will ich das jetzt wieder geometrisch konstruieren? Ich weiß gar nicht mehr, da habe ich es, glaube ich, ja, da habe ich es über normale gemacht, geometrisch, oder will ich es wieder über Eingabe? Ich gehe jetzt einmal sehr viel geometrische Konstruktionen bei Eingaben, dauert nicht mehr so lang. Ich mache jetzt noch einmal eine normale Gerade, dass ich da oben dann die Ebene habe, wo ich μ verschieben kann. Und auf dieser weiteren, jetzt parallelen Gerade zu x, man könnte natürlich auch eine parallele Gerade zu x erzeugen, ist egal, mache ich wieder einen Punkt und dieser Punkt wird dann derjenige werden, wo ich Sigma einstellen kann. Was brauche ich? Ich brauche jetzt den Zahlenwert Sigma und eigentlich möchte ich gerne den Pfeiler haben. Ja. Ich lasse die Gerade da ausblenden. Kann man entweder über dieses blaue Punktel machen oder Rechtsklick Objekt anzeigen, dann ist die Gerade weg. Aber der Punkt C ist immer nur in der Ebene verschiebbar, in der Geraden verschiebbar. Und jetzt konstruieren wir den Vektor dorthin. Der Vektor ist im Werkzeug 3, im dritten Werkzeugmenü, Vektor zwischen zwei Punkten. Da fällt mir gerade ein, da habe ich im Sommer tolle Datei gesehen, mit, wo Vektorfelder dargestellt werden. Voll super, also ganz, ganz schöne Dinge. Vektor zwischen diesen und diesem Punkt. Und jetzt wieder diese ganzen Konstruktionen, die sind eigentlich ganz weit weg von der Wahrscheinlichkeit, aber um euch zu zeigen, wie man sowas angehen kann. Ich möchte jetzt ja eigentlich nur den Vektor gespiegelt haben auf die andere Seite, ja, oder den Punkt gespiegelt haben und den Vektor einzeichnet. Jetzt mache ich es einfach so, dass ich wirklich den Punkt C an der Gerade spiegelt. So für die Unterstufen voll toll, dass da C' steht. Spiegelwerkzeug ist da rum. Kann man schon zeigen? Sollte nicht sein, ich weiß noch. Bei mir geht das jetzt anders. Also, ich muss die Gerade anklicken. Spiegeln heißt, ich möchte das Objekt C, das an der Gerade, da spiegeln. Also zuerst den Punkt C anklicken, an der Gerade. An dieser Gerade. Ja, und dann kann ich nur mehr den Vektor einzeichnen. Ich hätte da den Vektor, glaube ich, spiegeln können, habe ich gar nicht ausprobiert.
Ja, man hätte auch den Vektor spiegeln können, ist auch kein Problem. Man hätte den Punkt gar nicht braucht. Entweder macht es nochmal einen Vektor oder ihr könnt auch einfach gleich den Vektor spiegeln. Das ist egal. Also Objekt ist ja auch Grafiken kann man spiegeln, kann auch gleich den Vektor spiegeln. Und dann habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, über diesen Punkt C hast du jetzt die Standardabweichung einzustellen. C' habe ich jetzt weggelöscht, ja. Wenn wir den Vektor gleich spielen. Gut, jetzt möchte ich gerne mal die Normalverteilung eingezeichnet haben. Das früher hat man das wirklich nur eingeben müssen mit dem E hoch minus x² und bla bla bla. Jetzt ist die Normalverteilung drinnen. Man braucht nur reingeben normal. Und gibt es verschiedene Sachen, also ich kann es zum Berechnen nehmen, den Befehl, normal Erwartungswert, Standardabweichung, Wert der Variablen, oder normal, das erste, Erwartungswert, Standardabweichung, x, zeichnet man wirklich die Gaußsche Glockenkurven. Erwartungswert ist μ, oh, jetzt habe ich vergessen, Standardabweichung, Sigma, herauszukitzeln, ja, wie kriege ich das schnell her? Ist eigentlich die Länge von dem Vektor, oder? Oder der x-Wert von dem Vektor. Also ich schreibe einfach eine x von u. Ah ja, der kann negativ werden, dann machen wir, danke für den Hinweis, dann schreiben wir Länge rein. Okay? Ja, die Länge ist sicher positiv. Danke. Das x ist eh vorgegeben, das heißt die Variable ist x. Okay. Wenn du jetzt den Punkt A verschiebst, bewegt sich jetzt. Muss ich alles mitbewegen. Ja, wie hast du das mit dem C gemacht? C war auf einer Normalgeraden durch B durch. Wie bewegt sich das C jetzt mit? Der Punkt C war einfach auf der Normalgeraden drauf. C ist in Relation zu B und B ist zu A. Aber du bewegst. Ja, eben, wie ist es konstruiert, weil wir wissen es ja in der Nähe. Okay, also ich habe A konstruiert, eine Normalgerade, dann B auf diese Gerade draufgesetzt, dann habe ich eine normale durch B gemacht, das ist die Geraden gewesen, und auf diese Gerade habe ich einen Punkt draufgesetzt. Ja, und wieso bewegt der sich jetzt mit, nur weil ich die... Ja, der ist praktisch, der ist definiert als Punkt auf der Gerade. Und der bewegt sich jetzt da mit, weil ich halt den als Punkt auf der Gerade definiert habe. Was macht er bei dir leicht? Deswegen ist jetzt die. Kann man aber im Konstruktionsprotokoll, warten wir schneller drauf kommen, wie was konstruiert worden ist. Ja. Nein, ich habe die jetzt nur geschwind eingeblendet, damit in der Konstruktion. So, da. Jetzt ein Nachteil hat dieses Konstruieren, dass dieser Punkt B, wie man sieht, beim Skalieren nicht mit also der wird mit verschoben, den muss man dann immer ein wenig zuschieben. Aber das kann man auch noch irgendwie anders regeln. Gut, jetzt können wir da die Normalverteilung einstellen. Wir wollen zwei Grenzen, machen wir es mit zwei, ist gleich am einfachsten. Wir wollen zwei Grenzen wieder da und da her setzen und dazwischen die Fläche berechnen, sprich die Wahrscheinlichkeit. Also setzt euch wieder zwei Punkte auf die x-Achse.
und wir wollen die Fläche dazwischen berechnen. Wem es aufgefallen ist, da ist übrigens die Gaußsche Funktion, normal die Glockenkurven, die ist einfach unter dem Befehl normal, wird das dann ausgeführt. Okay, also was habe ich gesagt? Wir wollen die Fläche dazwischen berechnen, also das Integral eigentlich berechnen. Dann nehme ich das zweite Werkzeug, zweite Befehl, das Integral der Funktion f. Startwert ist jetzt, da muss man einen x-Wert angeben und keinen Punkt. Ja, da darf ich jetzt nicht d eine schreiben und e, sondern x von d und x von e. Und habe jetzt einen Fehler gemacht? Nein. Und die Fläche wird berechnet, interaktiv hoffentlich noch. Also jetzt habe ich mir eigentlich einen eigenen Normalverteilungsberechner gebaut. Was klasse wäre, wieder zur Erinnerung, dass dieser Wert, der da jetzt einzeichnet wird, diese Fläche, ist im Endeffekt bei mir der Wert C. Und den hätte ich gern, dass er noch dargestellt wird, deswegen gehe ich da geschwind noch auf Name und Wert, oder zumindest der Wert soll dargestellt werden, und weiß ich auch, die Fläche da dazwischen ist 0,8. Sprich, das ist die Wahrscheinlichkeit. Jetzt dieses, ihr habt es gesehen, ich habe da ein bisschen gespürt mit Farben, um euch das auch noch zu zeigen. Ich bin ein sehr optischer Mensch und mir gefällt das einfach, dass es jetzt so viele Möglichkeiten gibt, es so herzurichten, dass das sehr ansprechend ist. Zeige ich euch das gewinnen anhand der einen Fläche, was da alles möglich ist. Wenn ich auf einen Rechtsklick und den Eigenschaften auf diese Fläche gehe, auf diese Zahl C heißt es bei mir, auf dieses Integral, dass ich mit Farben arbeiten kann, das ist kein Problem, also da kann ich verschiedensten Farben zuordnen. Was aber unter Darstellung noch voll toll und möglich ist, ist einerseits Linienstärke zu machen, also ich kann es ein bisschen besser hervorheben, Linienarten hervorheben, die Deckkraft verändern, also das hat man draußen im Styling Barmenü in der Gestaltungsleiste auch schon können, aber die Füllung ist irrsinnig klasse. Ja. Die Füllung kann man jetzt eben auch über Schraffierungen machen und da gibt es die Möglichkeit wieder festzulegen, wie groß ist der Winkel der Schraffierung, wie soll die Schraffierung gemacht werden. Also das sind wirklich dann schon Spielereien, aber es bietet echt viele, viele Möglichkeiten und für mich das lustigste Tool ist Bild. Und dann kann man aus einer Datei, zum Beispiel nehme ich von gestern den Angry Birds klein und dann wird die Fläche mit Angry Birds gefüllt. Ja, also das sind einfach lustige Spielereien, aber die kommen wirklich gut. Deckkraft natürlich auch wieder zum Ändern und dann sind halt da Angry Birds drinnen. Eine Sache, die auch ganz lustig ist, die geht jetzt da leider nicht, weil es weil es praktisch eine Integralfläche ist. Jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind was anderes. Also nur als Beispiel, was diese Füllungen noch angeht. Ich mache geschwind einen Kreis. Und man kann einen Kreis natürlich auch füllen, genauso wie ich es jetzt eben gerade gemacht habe. Aber bei solchen Objekten ist es sogar noch möglich, eine inverse Füllung zu machen. Also ich mache jetzt da eine Schraffierung geschwind. Und ich kann eine inverse Füllung machen. Das heißt, es wird alles außerhalb gefüllt. Woher das herkommt, oder auch mit Bildern, ist auch kein Problem. Wo das herkommt, ist eine ganz einfache Erklärung, das braucht man dann eh, ist von den Ungleichungen. Ich kann nämlich Ungleichungen reinschreiben, 3x größer 3x plus 4y größer 2. Das werden dann praktisch Ungleichungen dargestellt. Und nicht nur lineare Ungleichungen, wie wir es nachher brauchen werden, sondern auch sowas. Halt, das xy gibt es nicht. Also man kann jede beliebige Eingabe mit Ungleichungen machen. Das ist dann, und da deswegen gibt es diese Schraffierungssachen. Gut, wir dann da weiter. Wir wollen das jetzt standardisieren. Das mit Füllung von Grafiken hat einen netten Effekt, seht ihr das? Dass eigentlich der ganze Hintergrund gefüllt ist. Und je nachdem, wo ich gerade bin,
wird eigentlich das nur dargestellt. Das war das, was ich gestern kurz gesagt habe, mit der Suche, mit der Lupe. Ja? Also das ist zum Beispiel so eine Idee. Gut, jetzt hätte ich gerne die Standardnormalverteilung und die Grenzen sollen verändert werden. Also gebe ich nur mal ein Normal bei der Standardnormalverteilung 0 und 1 wird die dargestellt. Und jetzt sollen natürlich wieder die Punkte D und E ebenso transferiert werden zur Standardnormalverteilung. Und da brauche ich jetzt, schau das mit mathematischem Wissen nun auch nicht, dass aus dem x-Wert von d weniger μ durch Sigma, also ich mache das jetzt gleich in einem Schritt, okay? Das ist ein bisschen eine schwierige Eingabe oder längere Eingabe, aber ich möchte einen Punkt konstruieren, der folgende Koordinaten hat. Was für Koordinaten hat er? X von d, das, davon wird abgezogen μ. Das Ganze wird durchdividiert durch Sigma. Sigma gibt es bei mir leider nicht, muss ich nur mit Länge arbeiten. Das ist jetzt ein wenig, jetzt, ja, es war zu sinnvoll zum Definieren, aber. Und, also das ist die x-Koordinaten, die y-Koordinaten sollen eh wieder 0 sein. Das sind halt jetzt dann die Sachen, wenn man keine Zwischenergebnisse hat und wenn man ein Fan ist von so Eingabezeilen, dann kann man natürlich alles da drinnen machen. Ja, dann hat man wenige Objekte. Okay, ich glaube, das müsste der Punkt sein, F. Und die gleiche Eingabe mache ich dann mit X von E mit Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. Kann man jetzt das eigentlich irgendwie kopieren? Ja, Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. Ah, ja. Mache ich nur die letzte Eingabe wieder und dann habe ich es geändert. Was auch möglich ist, schaut her, ich habe gerade den Punkt EF definiert, dann nehmt ihr euch den Punkt F und zieht ihn per Drag and Drop nach oben. Dann habe ich die Definition wieder drinnen. Ich sage es nur einmal, F nach oben ziehen und da steht F ist definiert worden über diese Eingabe. Und jetzt möchte ich aber einen neuen Punkt haben, X von E, und dann ist der da dargestellt. Ein letzter Schritt fehlt noch, um zu zeigen, dass die Flächen wirklich gleich sind. Noch einmal das Integral der Funktion. Jetzt ist die Funktion, glaube ich, g. Ja, jetzt sagt man. X von f und x von g. Und jetzt sollte eigentlich alles so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Standardisierung ist möglich. Man sieht ganz schön, wie die Fläche transferiert wird. Immer der gleiche Flächenwert, mit immer die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ja, und jetzt kann man sich noch ein bisschen optisch austoben. Ich habe das heute einmal so gemacht. Was ist da noch passiert? Ich habe im Endeffekt Punkte umbenannt, habe Punktdarstellungen geändert. Und das da oben ist ein Text, das ist wirklich einfach ein Text. Und ihr seht, der Text, den bewege ich da jetzt um einen Punkt, der ist einfach an einem Punkt angehängt, der ist an dem Punkt B angehängt, dieser Text. Und somit ist der immer da, ändert sich der immer mit. Also es ist keine Hexerei eigentlich, sowas zu erstellen. Und dann kann ich mit dem eigentlich schon arbeiten. Ich habe irgendwann einmal eben, wie gesagt, für mich beschlossen, Eingaben, also wo der Schüler manipulieren kann, wie ich manipulieren kann, das ist immer ganz rot. Da wird man dann arbeiten. Ist das noch ein Wort mit den Limitationen, das mit den Einzahlen
Rechtsklick auf die Fläche, die du einfärben möchtest, und unter Eigenschaft Darstellung, da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, das zu färben. Wenn man sich schlussendlich anschaut, es sind nicht viele Konstruktionen, aber man muss halt irgendwie ein bisschen eine Idee kriegen und immer, wie gesagt, kurze Zeit investieren, was möchte ich damit bezwecken und wie würde ich es dann irgendwie einsetzen. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ganz mächtig sind halt diese ganzen Listen und Folgenbefehle. Wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt, da kriegt man schon ganz schöne Konstruktionen heraus.